Hallo und herzlich willkommen beim Videokanal der Heimwerkerin und der Heimwerkerakademie. Mein Name ist Karin Gangl. Ich stelle euch heute ein ganz besonderes Projekt vor, das ich umgesetzt habe, und zwar den Umbau meines VW-Busses. Es ist ein T3 aus dem Baujahr 1983 zu einem Campingbus. Den Umbau und die Einrichtung habe ich auch typisieren lassen. Viel Spaß beim Zuschauen! Zu Beginn seht ihr hier den Bus noch vor dem Umbau. Es ist ein Kastenbus, bei dem die Originaltrennwand nicht mehr verbaut war. Ich habe mich dann im ersten Schritt bei den Behörden erkundigt, was die Voraussetzung ist, um einen Campingbus zu typisieren. Das habe ich auch auf dieser Folie zusammengefasst. Nachdem der Bus komplett leergeräumt war, habe ich ihn zuerst vermessen. Ich glaube mindestens zwei oder drei Mal, weil es einfach sehr viele Schrägen und Rundungen gibt. Und habe dann für meinen Ausbau eine Skizze entworfen, sowohl für den Verbau der Motorabdeckung und des Fußbodenraums, als auch für die Liegefläche und die Schräge. Eine größere Abbildung der Skizze findet ihr auf der Webseite. Vor dem eigentlichen Ausbau habe ich den Bus gründlich gereinigt und habe eine Rostbehandlung durchgeführt. Die Seitenwände und die Decke des Busses habe ich mit Alubutil beklebt, um eine Dämmung zu erhalten. Das hat sich später vor allem im wesentlich leiseren Fahrgeräusch bemerkbar gemacht. Alle Auflageflächen mit Ausnahme der Motorraumabdeckung habe ich mit Extreme Isolator beklebt, der helfen soll, die Feuchtigkeit zu verdrängen. Die Seitenwände des Busses habe ich mit weißen HDF-Platten mit 4 mm Stärke verkleidet. Die habe ich zuerst passend abgemessen und zugeschnitten. Dann habe ich die Bohrlöcher vorgebohrt. Diese vorgebohrten Löcher habe ich dazu genutzt, um auch die Bohrlöcher direkt an der Buswand anzuzeichnen. Dort habe ich dann mit einem Metallbohrer vorgebohrt und habe schließlich die Platten mittels Blechschraube direkt an der Buswand verschraubt. Für den eigentlichen Innenausbau habe ich Sperrholzplatten verwendet, die siebenfach verleimt sind, circa 18 mm stark. Diese Platten zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor allem sehr robust und splitterarm sind. Entsprechend meiner Skizze habe ich die Platten dann zugeschnitten und die Kanten sorgfältig abgeschliffen. Auf diesen Bildern seht ihr die Konstruktion der Motorraumabdeckung. Ich habe hier an die Unterseite der Sperrholzplatte einige Schrauben angebracht, in die man später die Abdeckung der Motorhaube einklemmen kann, so dass man die Hände frei hat, wenn man einmal im Motor etwas zu tun hat. Im Bereich der Schräge habe ich einen kleinen Stauraum geplant und gebaut. Ich habe dafür nach meiner Skizze die Platten entsprechend zugeschnitten. Wie ihr hier auf dem Foto sehen könnt, habe ich zum Beispiel für die Zwischenwände hier etwas weniger starke verleimte Platten genommen, die waren hier nur 8 mm dick, weil hier die Festigkeit nicht so notwendig war. Dieser Verbau dient gleichzeitig als Unterlage und Stütze für die Liegefläche. Die Unterplatten habe ich direkt mit Blechschrauben an den Bus verschraubt. Den Rest der Konstruktion habe ich miteinander mit Winkeln verbunden. Hier seht ihr nun den Stauraum, wenn die Liegefläche zugeklappt ist. Es ist hier erst die halbe Liegefläche. Auf dem weiteren Foto seht ihr die gesamte Liegefläche, wenn sie geöffnet ist. Die einzelnen Platten sind hier einfach mit Scharnieren miteinander verbunden worden. In einem späteren Arbeitsschritt habe ich den Teil der Liegefläche, der sich aufklappen lässt, um überhaupt an den Stauraum zu kommen, nochmal in zwei Teile gesägt. Das hat sich einfach im täglichen Campingleben als sehr praktisch erwiesen. Dadurch, dass diese Holzplatten sehr schwer sind, habe ich in den Stauraum Gasfedern eingebaut, und zwar eine auf jeder Seite, sodass die Holzplatte hier von selbst hochgedrückt wird. Auf der ausgeklappten Liegefläche seht ihr rechts oben einen kleinen Haken. Das Gegenstück befindet sich außen unten am Stauraum. Dieser Haken wird benötigt, um die Liegefläche auch geschlossen zu halten, wenn sie geschlossen sein soll, weil die Gasfeder doch einen sehr starken Druck erzeugt. Hier seht ihr das Liegebett in aufgeklappter Form. Die aufgeklappte Platte wird dabei von einem einfachen Hocker gestützt. Das reicht, das ist sehr stabil
und an den Hocker habe ich unten an den Füßen Filzkleider montiert. Die Schaumstoffmatratzen habe ich mir passend zuschneiden lassen und habe sie dann mit einem sehr strapazierfähigen Outdoorstoff, der auch schmutzabweisend ist, bezogen. Für den Boden im Wohnbereich habe ich ebenfalls eine Sperrholzplatte genommen, allerdings etwas weniger stark, circa 1 cm. Die habe ich passend zugeschnitten und habe sie dann direkt in den Fußboden verschraubt. Danach habe ich in den Fußboden einen ganz einfachen Klick-Laminatboden gelegt und habe diesen Laminatboden mit einer Riffelblechkante fest fixiert. Als Abtrennung zum Fahrgastraum habe ich wieder eine Sperrholzplatte genutzt. Die habe ich zunächst an den Seitenteilen des Busses verschraubt und dann auch von der Fahrerseite aus an der Metallkonstruktion. Als weiteren Stauraum habe ich eine kleine Kommode mit 3 Schubladen an die Rückwand zum Fahrerraum verschraubt. Hier war es ganz wichtig, die Schubladen wieder mit Halteriegeln zu sichern, weil die sonst während der Fahrt aufgehen. Direkt neben der kleinen Kommode habe ich an die Rückwand Haltevorrichtungen für die beiden Hocker angebracht, die ich mitführe, damit die bei einer Bremsung auch nicht verrutschen können. Hier habt ihr noch ein weiteres Element für den Stauraum. Das sind so Staunasen, die man bei IKEA in der Kinderabteilung bekommt. Die haben sich als sehr praktisch erwiesen, weil da wirklich nichts herausfallen kann. Oder hier auch solche Stoffhängetaschen, die man praktisch überall anbringen kann und in die man auch eine Menge stauen kann. Zu einem gemütlichen Campingbus gehört natürlich auch ein Sichtschutz für das hintere große Fenster. Ich habe dazu jeweils an den Seiten und in der Mitte oben und unten Nieten gesetzt, in die ich dann Haken verschraubt habe. Das zugehörige Führungsband bekommt man im Campingbedarf. Nachdem ich mit 3 Hunden unterwegs bin, war es für mich wichtig, ein Sicherheitsnetz im Bus zu fixieren. Ich habe mir dafür aus dem Fachhandel ein Netz bestellt, das ich nach meinen Bedürfnissen und Anforderungen zugeschnitten habe. Befestigt habe ich das Netz am Bus wieder mit Nietmuttern, in die ich Haken verschraubt habe und habe das mit Haken und Gummibändern im Bus fixiert. Auch zwischen Fahrerkabine und Wohnraum habe ich ein solches Netz zur Sicherheit angebracht. Ihr seht hier, dass ich an der Busdecke eine Holzleiste gebogen und verschraubt habe. Diese Leiste findet sich auch in der Mitte und am Ende des Busses und soll später noch dazu dienen, dass dort ein Dachhimmel fixiert werden kann. Ja, und zum Ende dieses kleinen Videos habe ich für euch ein paar Fotos zusammengestellt von meiner ersten Reise mit meinem neuen Campingbus. Ich war hier 5 Wochen im österreichischen Burgenland unterwegs. Das ist deshalb ein besonderer Reisetipp, weil es hier doch noch eine Menge geheimer, schöner Plätze gibt, die man entdecken kann und wo man auch mit seinem VW-Bus willkommen ist. Ja, und wer von euch Fragen hat zum Umbau, die könnt ihr mir wie immer gerne im Heimwerkerforum auf Facebook stellen. Die Adresse habt ihr hier eingeblendet. Wer in Ruhe nachlesen möchte, ich habe die Anleitung für den Umbau mit Bildern auch auf der Webseite der Heimwerkerin veröffentlicht. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.